Die Grünliberalen wollten immer einen indirekten Gegenvorschlag. Im letzten September haben wir mit dem Klimagesetz diesen verabschiedet. Im Juni kommt er vors Volk. Wir wollen im Juni beim Volk ein Ja erringen. Und ich freue mich auf den Abstimmungskampf zusammen mit unserem neuen Bundesrat zu diesem Klimagesetz. Das Netto-Null-Ziel 2050 ist ein realistisches Ziel. Es kann auch weltweit und muss weltweit erreicht werden. Aber das Ziel wird nicht reichen. Wir werden am Ende negative Emissionen erarbeiten müssen, um das Klima wieder ins Lot zu bringen. Das heißt, je früher und je mehr wir tun, je weniger müssen wir teure Kompensationsmaßnahmen später einsetzen. Die Defossilierung der Gesellschaft ist weiter kein Selbstzweck. Der Klimawandel ist eine der größten Bedrohungen für unseren Planeten. Wir müssen die 4 E's der Grünliberalen umsetzen: mehr Effizienz, mehr Erneuerbare, mehr Europa und mehr Energiespeicher. Das Wegkommen von Öl, Gas und Uran und damit unabhängiger von undemokratischen Regimes zu werden, ist ebenfalls kein Selbstzweck. Wir sollten also lieber die Wertschöpfung im Inland generieren, statt Milliarden ins Ausland zu schicken,